Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit drei Paketen. Aber in diesem Video werden wir nur zwei behandeln. Das andere kommt im nächsten Video. Und zwar habe ich ja mit der Serie angefangen, Odin war shoppen. Und ich habe mir bei meiner Mutter, meine Mutter haben wir online bestellt, also nicht im Laden, aber ich habe mir was bestellt. Kam auch nur in so einem großen Paket und dann war so eine Plastikschale drin. Ich weiß ja nicht, Mutter hat gefragt, ob ich das haben will. Ich weiß ja nicht, wo sie das gekauft hat. Muss ich sie nachher gleich mal fragen. Weil das steht hier nicht drauf auf dem Karton. Hier steht nämlich keine Firma drauf. Okay. So, und da habe ich mir einmal diese Dinger hier geholt. Ja, das wird sich der eine oder andere fragen, was ist das? Ja, das sind für Heizung, also so eine Sprossenwandheizung, Halter. Da kann ich die dann so rin machen und kann dann praktisch hier ein Handtuch anhängen. Man kann es auch drüber legen, ja, aber weil das ist ja in der Nähe vom Waschbecken, da könnte ich das dann praktisch und da bräuchte ich kein Loch bohren. Und da habe ich dann zur Sicherheit, habe ich dann so ein Paket, da waren zwei hier drin, habe ich gedacht, ja, was man hat, hat man, was man kriegt, weiß man nicht. Hängt man dann praktisch so rin, ja, und dann kann man das da anhängen. So, dann haben wir da noch bestellt, meine Mutter hatte gleiche bestellt und das hat sie auch bestellt. Das ist ein Mikroei. Mikroei, ja, steht hier auch drin, ein Mikroei. Haben wir auch noch eine Beschreibung, irgendwas. Ich glaube bei Hesse 24 oder so hat sie das bestellt. Ich habe keinen Plan, hat mich nur gefragt. Oh, ja, irgendeine Erklärung ist mit bei. Und da habe ich mir sowas bestellt. Ja, ein Hühnchen, das seht ihr ja. Ha? Ein Hühnchen. Ja, dann kann man das hier aufmachen. So. Und dann fällt die Hälfte natürlich raus. Dann haben wir hier unten so einen Plastereinsatz. Ja, also so ein Plasteding. Ist auch hart. Also so relativ harte Plaste. Da macht man Wasser drin. Dann haben wir hier so ein Metallteil. Ja, mit Löchern. Da und da oben. Das legen wir dann hier drin. So. Und das liegt genau hier praktisch auf diesen vier Pinöpeln, die da an der Seite sind, liegt das auf, dass hier trotzdem noch so ein bisschen zirkulieren kann. Und dann machen wir, und hier oben ist auch Alu drinne und da ist natürlich auch ein Loch, ja, dass es ab kann. Und dann legen wir hier einfach ein Ei rein, schrauben das zu, also so eine halbe Drehung ist das nur, und dann können wir das in die Mikrowelle hauen und können in der Mikrowelle Eier kochen. Und wenn für mich und meine Tochter ist es am Wochenende schnell gemacht, ein Ei für sie, ein Ei für mich, bumm, fertig, aus. Geht halt schneller, als wenn ich da Wasser aufsetze und ewig warte, bis das Wasser kocht und so. So habe ich das schnell erledigt und wir können dann am Wochenende ein Ei essen. Und dann kann ich ihr Ei schon bringen, in der Zeit mache ich meins. Ist ja rucki-zucki. So, das wart jetzt aber auch mit dem neuen Format Odin war shoppen. Ja, also mal gucken, was ich jetzt so noch, ich habe noch keinen Plan. Ja, ich war auch shoppen, aber das wird dann richtig Unboxing, kommt auch noch. Ich habe noch eine TC-Box, die müsste jetzt bald auf dem Weg sein. Und das ist von einem Fan, das habe ich nicht geshoppt, deswegen kommt das in einem separaten Video. Den hat er auch richtig toll verpackt, da werde ich mir wieder einen halben Ast brechen. Ja, das soll soweit gewesen sein. Sobald ich wieder was shoppe, sage ich euch natürlich Bescheid in diesem Videoformat. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.